zu Top 26, Konzept zur historischen Kontextualisierung und Sanierung des Ehrenhains auf dem Nordfriedhof und des Ehrenmals am Olbrichtplatz einreichende Fraktion ist hier die FDP. Erste Fraktion in der Fraktionsrunde wäre die Grünen-Fraktion. Herr Haase, bitte schön. Sehr geehrter erster Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, manche Anträge bleiben leider sehr lange in den Mühlen des Gremiumlaufes hängen, das haben wir heute Abend schon mehrfach gehört. Und das eine oder andere Thema scheint sich dann auch politisch irgendwann erledigt zu haben, das ist aber im vorliegenden Fall nicht so. Hier hat das Dahinschleppen dazu geführt, dass zwischenzeitlich eine Verschlechterung der Situation eingetreten ist. Das will ich noch mal gerne erklären. Das Thema ist von uns eingereicht worden bereits im Dezember 2022, stand erstmals im März des Jahres 2023 hier auf der Agenda des Stadtrates und wurde seitdem immer wieder vertagt, bis wir nun endlich im November zu einer Beratung und Beschlussfassung kommen. Am 8. Mai 2023 und an den Folgetagen kam es rund um das sowjetische Ehrenmal am Olbrichtplatz zu heftigen Kontroversen. Eine von der Künstlerin Svea Duwe am Denkmal vorgenommene künstlerische Intervention, können Sie ja im Hintergrund sehen, wurde von Unbekannten entfernt und es wurde öffentlich die Frage diskutiert, ob so etwas denkmalschutzrechtlich überhaupt zulässig sei. Im späten Frühjahr, vermutlich Ende Mai 2023, verschwanden vom Ehrenhain für die Regimenter der Dresdner Garnison im Ersten Weltkrieg auf dem Nordfriedhof drei Gedenktafeln, bisher spurlos. Die Gefahr weiterer Verluste scheint derzeit nicht ausgeschlossen. Beide in unserem Antrag genannten Denkmale gerieten also schlagartig in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit und die Geschehnisse zeigen meines Erachtens sehr deutlich, dass wir uns schleunigst um diese leider vergessenen Orte kümmern müssen. Geschichtszeichen vergangener Epochen, das liegt in der Natur der Sache, werfen manchmal Probleme auf, besonders dann, wenn sie sich mit Themen wie Krieg oder Gewaltherrschaft beschäftigen. Beim Ehrenhain für die Regimenter der Dresdner Garnison im Ersten Weltkrieg auf dem Nordfriedhof und beim sowjetischen Ehrenmal für die Gefallenen der 5. Gardearmee am Olbrichtplatz handelt es sich um erinnerungskulturell schwierige Orte, die verstören, zum Nachdenken einladen, ja vielleicht sogar Widerspruch provozieren. Beide in unserem Antrag genannten Denkmale sind zudem von einem fortschreitenden Verfall gekennzeichnet und müssen dringend denkmalpflegerisch ertüchtigt werden. Auf dem Nordfriedhof herrscht schon seit Jahrzehnten Handlungsbedarf. Ich zitiere: Nach unserer Auffassung kann diese Gedenkanlage nicht immer sich selbst überlassen bleiben, da dies Gefahren für die Sicherheit unserer Betriebsangehörigen und der Friedhofsbesucher in sich birgt. Es müsste eine grundsätzliche Entscheidung vom Rat der Stadt, Abteilung Kultur und Inneres getroffen werden. Zitat Ende. Dies stammt aus einer Meldung des VEW Bestattungseinrichtungen an den Rat der Stadt Dresden vom 9. Januar 1975. Ist also sage und schreibe vor 48 Jahren zu Papier gebracht worden. Geändert hat sich seitdem nichts. Der Zustand ist noch immer derselbige. Neben den verkehrs- und versicherungsrechtlichen Fragestellungen, die sich aus einer solchen systematischen Vernachlässigung ergeben, gibt es natürlich eine kunsthistorische Komponente. Die an der Außenmauer des Friedhofs und am Treppenaufgang angebrachten Gedenktafeln wurden von seinerzeit namhaften Künstlern, zum Beispiel Donadini, gestaltet. Sie haben also einen vom Denkmalschutz bestätigten künstlerischen Wert und müssen erhalten werden. Kommen wir zum sowjetischen Ehrenmal.
dessen Umsetzung vom heutigen Albertplatz in die Grünanlage vor dem Militärhistorischen Museum nach der Wiedervereinigung hat mittlerweile deutliche Spuren an der Bausubstanz hinterlassen. Der Denkmalsockel hat sich gesetzt, die Blöcke treiben auseinander und es mussten bereits Anker als Korsettstangen eingebracht werden. Das von dem deutschen Künstler Otto Rost, der übrigens auch bei den Nazis durchaus angesehen war, wenige Monate nach Kriegsende 1945 geschaffene Denkmal, kann klar als ein Siegesdenkmal der Roten Armee interpretiert werden. Dabei ging es nicht nur um die Ehrung der Gefallenen, sondern auch um ein sichtbares Zeichen im Herzen der Stadt, wie eine Art mahnender Zeigefinger im öffentlichen Raum. Das Denkmal geriet nach seiner Umsetzung in den 1990er Jahren ins geschichtspolitische Abseits, dient jedoch immer wieder diversen Schattierungen linksextremer Splittergruppen als Bühne für schrille Inszenierungen zum 8. Mai. Zuletzt entdeckten es auch Putins Nachtwölfe für sich. Angesichts der veränderten Lage seit dem 24. Februar 2022 durfte klar sein, dass ein solches Denkmal nicht unkommentiert im öffentlichen Raum stehen bleiben kann. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen also, es gibt in vielerlei Hinsicht Handlungsbedarf, wenn es um die Zukunft dieser beiden Denkmale geht. Je länger wir warten, die Dinge anzupacken, umso schwieriger wird es, sie zu erhalten, umso schwieriger wird es auch, sie in den erinnerungskulturellen Kanon unserer Stadt zu integrieren. Ich bitte da um Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Dann machen wir weiter in der Fraktionsrunde Grünen-Fraktion. Nicht, kein Bedarf CDU-Fraktion, auch kein Bedarf linke Fraktion, auch kein Bedarf. Dann machen wir weiter SPD, Herr Hecht. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, bei mir wird die Begrüßung schon fast länger als meine Rede sein heute. Ich will nur bekräftigen, dass wir den Antrag unsererseits auch gut finden. An den beiden Objekten muss dringend was getan werden, so viel steht fest. Und in dem Zusammenhang ist die Idee auch nachvollziehbar, dass das mit einer Diskussion verbunden ist, in einem Gremium mit Sachverständigen, um sich Gedanken zu machen, wie das eben heutzutage einzuordnen ist. Vielen Dank. Dann würden wir weitergehen. FDP erst sicherlich jetzt nicht. Dann Freie Wähler, Freie Bürgerfraktion. Kein Bedarf. Dann würden wir weitermachen mit dem Dissidenten, Herr Aschenbach, bitte. Arbeitsreicher Tag. Konzept zur historischen Kontextualisierung und Sanierung des Ehrenhains auf dem Nordfriedhof und des Ehrenmals am Olbrichtplatz erstellen und umsetzen. So der Titel dieses FDP-Antrags. Kein Spott für Holger Hase. Der macht, was man heutzutage als Kommunalpolitiker mit Bundeswehrhistoriker Hintergrund halt macht und das sogar für den Stadtrat ungewöhnlich solide. Merkt ja aber keiner. Geht nämlich um unwichtige Nebensächlichkeiten, wie zum Beispiel die Kontextualisierung von Denkmälern. Kontextualisierung klingt so schön wertneutral, wissenschaftlich und zeitgemäß, dass alle zustimmen. Deswegen soll auch eine Fachkommission mal ordentlich durchkontextualisieren. So erspart uns technokratische Grundbehinderung wenigstens die Peinlichkeit, dass dieser Stadtrat im heiß umkämpften Feld der Erinnerungspolitik Niveau-Limbo spielt. Kontextualisierung, ja, nein, vielleicht. Was bedeutet Kontextualisierung noch gleich? Kaiser, Führer, Vaterland, welcher Kontext soll es denn sein? Gibt es den neutralen, richtigen, wahren Kontext? Welchen Kontext hat denn der Kontext? Sind Ausschüsse und Fachkommissionen demokratischer Kontext oder Entkontextualisierung der Politik? Entpolitisierung der Demokratie? Entdemokratisierung des Kontexts? Und wie sieht dieses Kontextualisieren aus? Anmalen, umdrehen, umbauen? Könnte man zweifelhafte Denkmäler nicht auch einfach sich selbst oder gar diesen Menschen überlassen und gucken, was passiert? Undenkbar. Von einer zu kontextualisierenden Obrigkeit aufgestellt, muss Obrigkeit bestimmen oder halt eine von der Obrigkeit bestellte Fachkommission. Am Ende wird es vermutlich ein schnödes Schildchen. Aber ist ein Denkmal mit einem Schildchen mehr als ein Denkmal mit einem Schildchen?
Wie stehen wir denn zu dieser Ehre, ob nun als sogenannter Ehrenhain, Erster Weltkrieg, oder Ehrenmal, Zweiter Weltkrieg? Ist's ehrenhaft, fürs Land zu verrecken? Wie stehen wir denn zum Heldentod, zum Krieg, zur Kriegsverherrlichung? Die Grünen zum Beispiel sind wohl gegen Kriegsmüdigkeit. Kann man Pulverwerke und Munitionsfabriken auch mit einem Schildchen kontextualisieren? Oder zählt man immer erst hinterher? Wie kriegen wir auf das Schildchen, dass ein toter Russe einmal ein Ehrenrusse und heute ein guter Russe ist? Die Fachkommission wird es rausfinden. Aber eine Frage bleibt: Wann kontextualisieren wir eigentlich diese furchtbaren Königsskulpturen? Oder ist Monarchie mittlerweile so unentkontextualisiert, dass sie wieder okay ist? Aber vielleicht sollten wir auch mal nach vorne denken und schon mal loskontextualisieren. Mir gefällt zum Beispiel die Vorstellung einer Armbinde für After Dr. Scherbs, einen goldenen SUV-Reiter für den Autoholger oder ein hübsches Bockwurst-Zepter und Puderperücke für den Oberbürgermeister. Dafür hätte ich auch gerne eine Fachkommission. Wir machen weiter in der Fraktionsrunde. AfD, Frau Dr. Scholz. Sehr geehrter erster Bürgermeister, jetzt muss ich aber wirklich mal lachen bei Herrn Aschenbach. Ich meine, so ein Reiterstandbild oder sowas, was Sie mir dann vielleicht mal später nach meinem Ableben zu gedenken, das halte ich doch für ziemlich abstrus. Und ich denke mal, es gibt viel mehr Bürger in dieser Stadt, die viel mehr leisten werden und geleistet haben in ihrem Leben und die das eher verdient hätten, aber sicher nicht ich als kleine AfD-Stadträtin. Ich habe vielleicht einen ganz kleinen Beitrag, aber ja, egal. Gut, ernsthaft. Am Sonntag kommen wir wieder zum Volkstrauertag zusammen, Nordfriedhof. Und wenn ich an den Nordfriedhof denke, dann weiß ich, dass es eines der interessantesten Friedhöfe von ganz Dresden ist, historisch bedeutsam, schön anzugucken, interessant, die ganzen Grabinschriften zu lesen, aber es ist natürlich auch traurig, den Zustand zu sehen. Und deshalb finde ich es richtig und gut, dass wir dort dringend eine notwendige Sanierungsmaßnahme durchführen müssen. Auch die Fragen der Sicherheit werden natürlich eine Rolle spielen müssen. Sie haben bestimmt, ja, wir haben davon alle gehört, wurde gerade noch mal gesagt, diese Gedenktafeln von Soldatengräbern wurden gestohlen, die gefallene Soldaten des Ersten Weltkriegs ehren sollen. Eine intakte Umzäumung des Friedhofs wäre da schon mal eine erste Maßnahme, um solchen Vorkommnissen entgegenzuwirken. Im Antrag der FDP ist damit ein sehr gutes Anliegen zu erkennen, das wir natürlich teilen, aber wie das oft so ist in diesem Stadtrat, gutes Anliegen wird dann mit einem ideologischen Sendungsauftrag verbunden. Kontextualisierung von Denkmälern, das klingt erstmal recht kompliziert, wenn man sich das als unbedarfter Zuhörer so vor Augen führt, aber man kann es eigentlich ganz leicht erklären. Man kann es auf die Frage herunterbrechen, wer hat die Deutungshoheit über die Geschichte unserer Stadt? Kontextualisierung bedeutet, in einem seit vielen Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten im öffentlichen Raum präsenten Denkmal nachträglich aus heutiger Perspektive eine Deutung zu verpassen. Das Spektrum reicht dann von Anbringung eines QR-Codes, einer Tafel bis hin zu einer künstlerischen Umgestaltung des Objekts. Wer eine Kontextualisierung, schweres Wort, von Denkmälern fordert, befindet sich derzeit auf dem Zenit des Zeitgeistes, wissen wir alle. Oder zumindest dessen, was überlaute Meinungsmacher aus den Ideologiedurchsetzungsnetzwerken der sogenannten Zivilgesellschaft dafür halten mögen. Wer also die Deutungshoheit, und langweilig ist das nicht und sicher auch nicht zum Einschlafen über unsere Denkmäler, wer hat das also? An dem Zeitgeist der Fördertöpfe unterworfene Wissenschaft, sehen wir zum Beispiel bei den Kunstwerkumbenennungen zurzeit auf Landesebene in staatlichen Kunstsammlungen, über die wir diskutieren. Die öffentliche Verwaltung, eine vom Stadtrat nach Gutdünken eingesetzte Kommission oder wir als Stadtrat. Das alles wird so nicht funktionieren, denn die politische Deutungshoheit und damit der politischen Instrumentalisierung wird durch eine solche Behandlung des Ganzen Tür und Tor geöffnet. Im Zweifel müssen wir dann nach jeder Stadtratswahl die Tafeln wieder austauschen. Wer will das schon? Sie sehen, die Denkmäler repräsentieren nicht nur ein Stück unsere Geschichte, sondern sind auch immer ein Teil selbst davon. Und deshalb sollten wir es dem Betrachter selbst überlassen, dass er sich eine Meinung bildet oder sie sich eine Meinung bildet, wenn ich es mal ganz klein wenig gendern darf. Aber das wird in der ganzen Diskussion leider vergessen. Und auch die Sichtweise
ändert sich. Der Weg der roten Fahne am Kulturpalast zum Beispiel. Oder die Germania auf dem Altmarkt. Wir wollten sie ja mal eventuell wiederrichten. Es gab ja mal die Diskussion. Sie wurde entfernt. Wäre sie heute noch da, wäre da eine Tafel dran. Wir wissen das alles nicht. Im Mai 1946 setzte die Stadtverwaltung dann das Denkmal auf die Liste der entfernten Objekte. Das war die Germania. Und ausgerechnet die sowjetische Militäradministration war dagegen und wollte sie erhalten. Trotzdem kamen sie dann weg. Das sind alles so politische Spielchen, die mit unseren Denkmalen in der Geschichte stattfanden und wahrscheinlich auch noch stattfinden werden. Und genau in diese Reihe tritt auch das sowjetische Ehrenmal am Olbrichtplatz, dessen Sanierung der Antrag ebenfalls anstrebt. Das Denkmal wurde am 25. November 1945 als erstes seiner Art auf deutschem Boden in Erinnerung an die gefallenen Soldaten der 5. Gardearmee, der Roten Armee, errichtet und bereits 1994 in seiner Funktion als historisches Zeitzeugnis vom ursprünglichen Standort am Albertplatz an das Militärhistorische Museum an den Olbrichtplatz umgesetzt. Also im Grunde schon durch die Verlagerung war das eine Art Kontextualisierung. Für mich persönlich ebenso ein unbedingt erhaltenswertes Stück Dresdner Geschichte, auch Militärgeschichte, auch der Geschichte von Menschen, die gestorben sind für eine Ideologie oder für, was wir heute anders bewerten als damals, ist alles ganz klar. Allerdings sind meine Fraktionskollegen gerade in Bezug auf das Denkmal des sowjetischen Ehrenmales geteilter Meinung und deshalb werde ich heute also punktweise Abstimmung beantragen. Und zwar, ja, also Punkt 1 bis 4 punktweise Abstimmung. Ja. Okay, kommen wir zur nächsten Rednerin, Agnes Scharnetzky, bitte. Ich kann es gleich von hier aus machen. Also wir können dem grundsätzlich zustimmen, werden auch dem federführenden Ausschussbericht zustimmen. Und trotzdem würde ich gerne noch mal zur Kontextualisierung um die Stellungnahme der Verwaltung bitten zu dem, was schon alles passiert auch in dem Feld, weil das ist ja jetzt irgendwie noch nicht zur Sprache gekommen. Die zweite Bürgermeisterin hätte ohnehin was gesagt. Das würden wir vor dem möglichen Schlusswort machen. Frau Jening, bitte. Vielen Dank fürs Wort. Tatsächlich werde ich jetzt auch für Frau Kleppschmidt antworten. Wir sind uns, die ja nicht da sein kann wegen eines Termins, wir sind uns da ziemlich einig. Der Nordfriedhof ist ein ganz besonderer Ort, der ein Denkmal verschiedener Kriege wie auch zivilen Lebens ist, bis hin zu der Zeit der sowjetischen Garnison. Aus der Zeit befinden sich da ja noch namenlose Gedenksteine und er ist erhaltenswert und absolut wichtig. Das sowjetische Ehrenmal ist ein zeitgeschichtliches Zeugnis, das natürlich im Kontext mit dem autoritären DDR-Staat steht. Wir sehen den Halt und die Sanierung dieser wichtigen Denkmäler im Kontext mit der Auseinandersetzung mit unserer Geschichte und deshalb wollen wir gerne, und es gibt bereits Vorüberlegungen in der Verwaltung dazu, im Geschäftsbereich von Frau Klepsch, deshalb wollen wir Ihnen gerne so ein Konzept vorschlagen. Wir begrüßen den Antrag. Zur Sanierung selber für das sowjetische Ehrenmal ist im Haushalt des Amtes für Stadtgrün in meinem Bereich für 2025 die entsprechende Geldmenge vorgesehen. Das ist noch mittelfristig, wir bereiten das vor. Wenn Sie das dann mit dem nächsten Haushalt bestätigen, werden wir das gerne in Angriff nehmen. Es ist uns wichtig. Beim Nordfriedhof ist es so, dass es eine Reihe von Voruntersuchungen zur Sanierung des ganzen Friedhofes gibt. Sie haben das ja unter anderem mit dem Friedhofsentwicklungskonzept auch zur Kenntnis genommen und beschlossen. Bei dem Ehrenmal finden Sie das auf Seite 55 des Konzeptes. Jetzt haben Sie ja mit dem Jahresabschluss des Friedhofsbetriebes erstmals eine sechsstellige Summe aus dessen Überschüssen bereitgestellt für die Sanierung dieser Denkmäler. Wir begrüßen das sehr und bereiten jetzt die dringend erforderlichen Maßnahmen vor. Parallel werden die Denkmäler gerade auch in dem Bereich, wo leider etwas gestohlen worden ist, dokumentiert und es wird mit den Denkmalschutzbehörden abgestimmt, auf welche Weise die gesichert werden. Ich hatte Ihnen dazu persönlich ja auch schon berichtet, wir stellen gerne diese Konzepte im Kulturausschuss vor und wir bitten um Ihre Unterstützung, dass der Friedhofseigenbetrieb immer genügend Geld von seinen Überschüssen, die er sonst in den Haushalt einzahlt, behalten darf, um das jetzt
Schritt für Schritt über die Jahre auch wirklich umzusetzen. Der Wille dazu ist da. Die Orte haben es verdient. Vielen Dank. Okay, dann bevor wir jetzt zum Schlusswort kommen, haben sich noch Herr Wirz und Herr Lippmann gemeldet. Herr Wirz, dann Herr Lippmann. Ja, Herr Erster Bürgermeister. Nein, Frau Bürgermeister, diejenigen, Sie haben gerade gesagt, dass das Denkmal am Olbrichtplatz für die 5. Gardearmee im Prinzip beim Kontext zur DDR steht. Ich möchte daran erinnern, dass dieses Denkmal bereits 1946 auf Auftrag der sowjetischen Administratur hier in Dresden errichtet worden ist und ich es erinnerungskontextuell für gewagt halte, es damit in einen Zusammenhang mit der DDR zu bringen. Das wollte ich nur kurz bemerken und anfragen. Kurze Antwort, Frau Jenigen, bitte. Das ist richtig und das ist uns auch bekannt, aber die Art und Weise, wie mit dem Gedenken an diese Soldaten umgegangen wurde, hatte natürlich einen Kontext zur Erziehung in der DDR, darauf habe ich mich bezogen und deshalb finden wir den Ansatz der Kontextualisierung jenseits des Gedenkzweckes gut und richtig und das ist ja auch Inhalt des Antrags. Mhm. Klaus Lippmann, bitte. Ja, vielleicht gleich von hier. Ich meine, es gibt zu diesem Thema bereits einen Stadtratsbeschluss und es gibt auch eine sehr umfangreiche Liste von Denkmalen, die in diesem Falle bearbeitet werden sollen, kontextualisiert werden sollen. Das erste Stück, was in diese in die Umsetzung gegangen ist, ist die Gedenkstele in Nickern. Dort ist vor einiger Zeit eine Kontexttafel erstellt worden. Die Kontexttafel ist etwa so groß wie die Sandsteinstele selbst und enthält einen Text, der, ich sage jetzt mal freundlich, Geschmackssache ist. Ich will damit an das anknüpfen, was vorhin schon gesagt worden ist. Die Kontextualisierung ist umstritten und muss in historisch gesehen immer kürzeren Zeiträumen wahrscheinlich angepasst werden. Insoweit habe ich Bedenken, auch andere Denkmale in Dresden mit diesen Kontexttafeln auszustatten. Ich denke, es ist auch für Touristen, die in diese Stadt kommen, interessant, ein Denkmal zu sehen, was nicht ganz in die Zeit passt und dann irgendwo auf Erforschungsreise zu gehen, wenn es stark interessiert, welcher Kontext da besteht. Im Internet findet man genügend Seiten, wo das also möglich ist. Insofern halte ich es für überflüssig, selbst die Kontexttafeln bieten immer wieder neben dem inhaltlichen und geschmacklichen Aussagen auch Angriffsfläche. Sie müssen gepflegt werden und sie müssen in einer bestimmten Zeit wieder ausgetauscht werden. Die Anwohner in Nickern zum Beispiel haben für diese Tafel, das will ich bei der Gelegenheit auch nochmal sagen, einfach nur ein Kopfschütteln übrig. Sie haben dagegen gestimmt. Wir hatten damals eine Umfrage gemacht. Etwa 76% hielten dort eine Tafel für überflüssig. Das nur so zum Thema Kontextualisierung. Insgesamt die beiden Denkmale zu sanieren, halte ich für unbedingt notwendig. Insofern kann man dem Antragsteil zustimmen. Und wer sich vor Ort klammheimlich mal ein Bild machen will, kann am 19. mit zur Kranzniederlegung auf dem Nordfriedhof kommen und die Denkmale vor Ort besichtigen. Dankeschön. Okay, dann weitere Wortmeldungen. Herr Engel, dann Agnes Scharnetzky, dann Johannes Lichti. Ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen darüber verwundert, dass hier vor allem gegen die Kontextualisierung auch gewettert wird, weil damit wird ja ein Stück weit auch schon der Eindruck erweckt, dass dieses Denkmal in seiner, ich sag mal so, städtebaulichen Verortung, in seiner Wirkung in den Stadtraum per se unverändert war. Aber das ist es ja eben nicht. Allein dieser veränderte Standort
macht ja sehr, sehr viel mit diesem Denkmal. Also es wird ja auch regelmäßig auch eben diskutiert, wie ist denn dieses Denkmal eigentlich einzuschätzen, wenn es eben ja aus seiner Position auf dem Albertplatz, damals Platz der Einheit, sehr, sehr im Zentrum der Stadt, enorm präsent, enorm auch genutzt für Gedenkveranstaltungen, eben in diese eher, ich sag mal so, versteckte Randlage. Man muss das Denkmal schon einigermaßen gezielt ansteuern, um es überhaupt finden zu können. Allein diese Geschichte auch, diese Verschiebung, das ist ja auch ein Prozess, der erklärungsbedürftig ist, der ja auch damals hier im Stadtrat meines Wissens mit einem Beschluss auch entsprechend untersetzt wurde. Allein das auch mal einzuordnen, warum wurde das denn gemacht und in welcher Beziehung steht das vielleicht zur Grundaussage des Denkmals, ist aus meiner Sicht notwendig und dementsprechend finde ich es insbesondere bei diesem Denkmal eigentlich geboten, weil es eben auch schon innerhalb der Stadtgeschichte Veränderungen durchgemacht hat und eben nicht monolithisch seit jeher an dieser Stelle steht, wie es eben vielleicht bei manch anderem Denkmal der Fall ist. Deswegen würde ich wirklich hier diesem FDP-Antrag in dieser Form auch zustimmen wollen. Okay, dann würde ich mal kurz, wir machen gleich weiter in der Rednerliste, darauf verweisen, der Ausschussbericht der Federführenden war 12 Ja, 0 Nein, 2 Enthaltungen. So, machen wir weiter, Agnes Scharnetzky, dann Johannes Lichti, dann Frau Dr. Geitsch, dann Jens Mattis. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich hatte nur ganz kurz noch mal, Herr Lippmann, Ihre etwas fragwürdige Darstellung der Geschichtswissenschaften auf den Plan gerufen. Also ich habe die ja durchaus auch mal studiert und es ist mitnichten so, dass in den Sozial- oder hier speziell in den Geschichtswissenschaften alle paar Jahre alles neu erfunden wird, sondern es werden Dinge wissenschaftlich fundiert, betrachtet, analysiert, man kommt zu Ergebnissen und sowas wird dann wieder in öffentlichen Publikationen, wie es eben auch Kontexttafeln sein können, postuliert. Das ist nicht so sehr dem Zeitgeist unterworfen, wie Sie das hier dargestellt haben. Das war mir einfach nochmal wichtig zu betonen, weil das wirklich unsäglich ist, so zu tun, als wäre das hier alles irgendwie eine Bild-Zeitungsmeldung. Vielen Dank. Dann machen wir weiter mit Johannes Lichti. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich hatte mich nicht darauf vorbereitet und wollte hier wirklich auch nicht reden, weil ich davon auch nichts verstehe. Aber wenn hier so viel von Kontextualisierung hin oder her und was bedeutet es und wie, möchte ich einfach auch mal vielleicht mitteilen, Herr Kollege Scheubach, auch wenn es schwerfällt, mitteilen, welche Kontextualisierung aus meiner Sicht durch die jüngsten politischen Ereignisse, konkret den Überfall des faschistischen Russlands auf die Ukraine, dieses Denkmal erfahren hat, jedenfalls für mich. Und ich finde es einen wichtigen Aspekt. Es wurde darauf hingewiesen, dass allein durch die Verlegung des Denkmals natürlich eine erhebliche Kontextualisierung stattgefunden hat. Und ich glaube, man kann das eben so benennen, auch diese militaristische Siegesgeste, sage ich mal, der sowjetischen Armee und der Sowjetunion und damit auch das Zeichen des Sieges des Sozialismus und was da vielleicht alles noch mitschwingt, das wurde natürlich in den 90er Jahren auch deshalb, wegen dieser Symbolik, denke ich, damals bewusst entfernt und an einen Ort gestellt, wo man das eben so, diesen Zusammenhang eben nicht mehr hat. Ich kann das durchaus begrüßen, hätte das wahrscheinlich damals auch unterstützt. Allerdings, und da denke ich immer dran, wenn ich an dieses Denkmal denke, nicht nur, wenn ich da diesen Missbrauch sehe, den also heutzutage Putin-Jünger und ähnliches Gesochse dort mit diesem Denkmal anstellen. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich ja, glaube ich, im 2+4-Vertrag bewusst verpflichtet, die sowjetischen Ehrendenkmäler, Friedhöfe und so weiter zu schützen und zu bewahren. Das ist ein eigener Paragraph, ein eigener Artikel in diesem Vertrag. Und ich finde, das ist auch richtig, dass wir diesen Vertrag einhalten und das auch genauso handhaben. Und da gehört dieses Denkmal, ich weiß es nicht genau, aber ich denke, da gehört dieses Denkmal auch dazu. So, wir haben seit dem 24.02.2022 eine veränderte Lage in Europa, eine fundamental veränderte Lage, die eben dadurch gekennzeichnet ist, dass ein imperialistisches Regime auf jegliche rechtliche Vereinbarung scheißt, um es mal auf Deutsch auszudrücken. Und in dem Zusammenhang gewinnt dieses Denkmal aus meiner Sicht eine ganz andere und eine ganz wichtige Bedeutung, nämlich indem wir es weiter schützen und vielleicht auch nicht total kontextualisieren, dass dieser ursprüngliche Gehalt, der damals 1946 intendiert war,
verschliffen oder verdeckt wird. Genau dadurch, dass wir dieses Denkmal auch so bewahren in diesem ursprünglichen Kontext, erweisen wir uns als vertragstreu, gerade in einer Zeit, wo der andere Vertragspartner jede vertragliche Regelung in den Ofen geschossen hat. Und das finde ich, das sollten wir als Rechtsstaat auch so halten. Und ich finde, das ist eigentlich die zeitgemäße Bedeutung, jedenfalls für mich, von diesem Denkmal. Herr Haase, ich weiß nicht, ob er da ist. Ich weiß nicht, ob Sie mir bei diesen Überlegungen folgen können, aber das ist im Augenblick eigentlich für mich die spannendste Kontextualisierung, die eigentlich jetzt schon eingetreten ist. Und wer ein bisschen nachdenkt, der fühlt die auch ohne Schildchen oder Tafel. Meine Meinung. Danke. Frau Dr. Geitsch, bitte. Ja, ich mache es gleich von hier. Mich hat der Beitrag von Herrn Lippmann auf den Plan gerufen, weil ich Mitglied der AG 13. Februar war. Die wird sich jetzt weiterentwickeln zum Beirat Erinnerungskulturen, was ich sehr begrüße. Und wir haben damals in der AG unter anderem den Text mitdiskutiert, der in Nickern auf der Stele steht. Und ich habe beobachtet, ich wohne dort in der Nähe, dass dort viele Menschen sehr interessiert diesen Text lesen. Und deshalb jetzt noch ein Wort zur Kontextualisierung. Kontextualisierung heißt ja, und das habe ich jetzt so ein bisschen bei Herrn Lichti gehört, Verschleifung von irgendetwas. Kontextualisierung will ja gerade eben darstellen, wann ist warum ein bestimmtes Denkmal entstanden und vielleicht kann man noch sagen, wie ist es in unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich interpretiert worden, unterschiedlich benutzt worden oder ähnliches. Das ist Kontextualisierung und das ist wichtig, weil sowohl jüngere Menschen als auch Menschen, die hier nicht geboren sind, die aus Hamburg kommen oder sonst woher kommen, die können die Geschichte in Dresden nicht kennen. Aber sie können sie kennenlernen, indem sie so eine Kontextualisierung lesen. Jens Matthies, bitte. Moment, abschließend noch was. Ach so. Und tatsächlich brauchen wir möglicherweise diesen Beschluss nicht, weil es diese Arbeit in der Stadtverwaltung schon gibt. Jens Matthies. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich brauche heute gar nicht mehr gegen Johannes Lichti zu polemisieren. Er hat ja seinen Redebeitrag selbst eingeleitet mit der Aussage, dass er davon nicht so sehr viel versteht. Und insofern ist es gut. Also dieses Denkmal, es ist ja schon mal erwähnt worden, als eines der ersten errichtet in Deutschland, war natürlich zunächst, da hat Kollege Haase vollkommen recht, ein sowjetisches Siegesdenkmal. Ganz klar, unmittelbar errichtet für die Gefallenen der eigenen Armee als Siegesdenkmal. Und es hat dann über die Jahrzehnte bis zur Gegenwart eine weitere Funktion gekriegt. Nicht als sowjetisches Siegesdenkmal, sondern natürlich auch als Denkmal der Befreiung vom Faschismus. Denn das war ja genau damit verbunden. Und in dieser Funktion wurde es auch weiter genutzt und natürlich ist es in dieser Funktion auch kontextualisiert. Weil ich staune, wie viel über diesen Begriff sozusagen sich gewundert wird. Das ist doch das Wesen eines Denkmals. Das unterscheidet doch ein Denkmal von einem, sage ich jetzt mal, nur Kunstwerk, dass es genau irgendeinen Kontext herstellt. Ich glaube, Herr Aschenbach hat das ja auch vor uns relativ, zwar satirisch, aber es ist sehr, sehr präzise ausformuliert. Und insofern ist aus meiner Sicht auch klar, dass dieser Kontext natürlich mit betrachtet werden muss. Man darf aber auch nicht auf den Leim gehen, dass jetzt jeder jeden Kontext eröffnen könnte. Selbstverständlich ist es kein russisches Militärdenkmal. Es ist kein russisches Militärdenkmal. Es ist kein Denkmal sozusagen für die Allmacht russischer Armeen sozusagen. Und insofern ist es völlig
völlig deplatziert. Es ist sowohl für die Anhänger, die dort in sehr putzigen, zaristischen Uniformen daherstolzieren oder hier, wie nannten sich die Putin-Truppe da auf dem Motorrad, die Nachtwölfe und so weiter, ist natürlich völlig deplatziert. Es ist allerdings dann auch deplatziert zu meinen, dass das der geeignete Ort wäre, gegen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu protestieren. Auch das wäre dann falsch. Das ist auch eine Fehlinterpretation. Ich wollte eigentlich nur noch einen Vorschlag machen, weil natürlich das mit den Tafeln ist natürlich tatsächlich so eine Sache. Sie sind immer gut gemeint, sie sind nach relativ kurzer Zeit dann meistens verunstaltet und man kann sich darüber streiten. Also der Goldene Reiter, sage ich jetzt mal, kommt bis jetzt ohne jede Erklärtafel aus. Also ich weiß nicht, wie viele sich die Inschrift dort auf Lateinisch erschließen und dann wirklich wissen, um welchen König es sich handelt oder um welchen Kurfürsten, aber es kommt ganz ohne Erklärtafel aus. Ich könnte mir als Kontextualisierung am Olbrechtplatz auch sehr gut vorstellen, nicht nur einfach ein paar Tafeln anzubringen, sondern den Park, die Parkanlage, die dort vorhanden ist, direkt vor dem Militärhistorischen Museum, mit diesem Denkmal als Zentrum auch zu nutzen für weitere künstlerische Arbeiten, die sich mit genau diesem Thema Krieg, Frieden, Faschismus, Antifaschismus auseinandersetzen, sozusagen, und das aus unterschiedlichen Sichtweisen, aus unterschiedlichen Perspektiven und auch aus der heutigen Zeit bearbeiten. Das wäre vielleicht eine sinnvollere Kontextualisierung oder eine interessantere, als einfach nur Erklärtafeln anzubringen. Vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir jetzt zum Schlusswort, wenn gewünscht. Ja, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, offenkundig scheint das ja ein Thema zu sein, was doch viele interessiert. Deshalb möchte ich Sie gerne einladen, sollten wir den Antrag denn heute hier beschließen, die weitere Diskussion dann auch zu begleiten, vielleicht auch in dem schon von Frau Geitsch angesprochenen neuen Beirat für Erinnerungskultur. Und dass wir dann sozusagen die Kontextualisierung auch im Sinne dieser Stadtgesellschaft in einer möglichst großen Breite hinbekommen. Vielen Dank für die Diskussion. Okay, dann war punktweise Abstimmung gewünscht, jeder Punkt einzeln. Okay, dann würden wir jetzt in die Abstimmung eintreten und ich rufe zunächst Punkt 1 auf. Wer hier seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 46 Ja, 4 Nein, 13 Enthaltungen mehrheitlich beschlossen. Wir kommen jetzt zu Punkt 2. Wer hier seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 60 Ja, 2 Nein, 0 Enthaltungen ebenfalls mehrheitlich beschlossen. Wir kommen zu Punkt 3. Wer hier seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Stimmzeichen.49 Ja, 8 Nein, 4 Enthaltungen ebenfalls mehrheitlich beschlossen. Und wir kommen zu Punkt 4. Wer hier seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 46 Ja, 4 Nein, 13 Enthaltungen, so auch mehrheitlich beschlossen. Vielen Dank.